Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Dragon Age Origin mit hoffentlich keinen Abstürzen. Alter Nvidia-Treiber drauf. Es läuft besser, gefühlt. Ah ja, da war der eiserne Ring drin. Wir werden jetzt mal nicht in den Tunnel der dunklen Brut gehen, aber vielleicht kommen wir ja hier irgendwo raus aus dem Gebiet. Und zwar relativ schnell. Ansonsten muss ich halt weiter Fehlersuche machen. Kann ich vielleicht über direkt über die Schlachtkarte, über die Weltkarte? Gerade noch nicht. Jetzt sag nicht, ich muss wirklich das ganze Stück zurücklaufen. Das hätte man ja ein bisschen besser lösen können. Oh, schöne Treppe. Hier zum Beispiel den Weg aufmachen. Da ich irgendwo hin kann. Geht weggraben. Dann gehen wir halt wieder in den Tunnel. Wahrscheinlich ist es auch einfach jetzt eine schnellere Sequenz. Ah, gut. Alistair, ist alles in Ordnung? Oh, sie wollten ihn hier einfach so verrotten lassen. Wir müssen etwas unternehmen. Mein Gott, holt ihn da runter und überlasst ihn den Wölfen. Er ist tot, soll die dunkle Brut noch ihren Spaß haben. Na, wir machen das mit der Feuerbestattung. Er war ein guter Mann, der sich zu viel erhofft hat und zu jung gestorben ist. Er verdient jedes bisschen Respekt, das wir ihm bezeugen können. Morrigan ist dagegen, dass ich eine Feuerbestattung mache. Ach, Morrigan, du kannst doch nicht immer gegen alles sein. So viel Schmuck und Gold kann ich dir gar nicht schenken. So. Auf zur Weltkarte. Und wir haben Fähigkeiten dazu bekommen, weil der Alistair wahrscheinlich inzwischen my best friend ist. Er ist mir richtig zugetan. Würde am liebsten Liebe mit mir machen. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja. So, Flemmets Hütte, da müssen wir nicht hin. Wir gehen mal kurz ins Lager. Um mit dem einen oder anderen zu reden und auch beim Zwerg die ein oder andere Sache wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun zu verkaufen. Lass mich mal deine Waren sehen. Ach so, andere Seite. Axt der dunklen Brut. Duncans Dolch, normaler Dolch, weg damit. Die grüne Klinge. Das ist auch nicht so geil, dass ich sie behalten muss. Drei Streitkolben. Kurzbogen, die Armbrüste kann ich verkaufen. Die Feuerpfeile, die Eispfeile, die benutze ich eh nicht. Das Holzstück kann auch weg. Hier würde ich halt Naturschaden, ach vom Schaden her ist das Latten, kann alles weg. So, die fehlerhaften behalte ich. Hm.
Die zwei sind auch nicht so dolle. Das schwere Metallschild behalte ich. Die beiden Sachen verkaufen wir. Kellyans Brust behalten wir. Die schwere Kettenrüstung. Viridium. Da muss ich mal schauen. Wie sieht das denn aus beim nicht Shale, bei Stan? Der hat im Moment eine mittelschwere Rüstung an. Können natürlich hier mit den schweren Kettenrüstungen. Ach, der kann die auch noch nicht nehmen, weil der einfach nicht genug Stärke hat. Ne? Ich müsste den einmal mit in eine Mission nehmen. Damit es dem ein bisschen besser geht. Ihr und eure Freunde seid wirklich. Ich bin. Wir sind die Besten. So, ich werde da eh nie was herstellen in die Richtung. Das Giftextrakt können wir auch wegpfeffern. Der Tiefenpilz ist für Ausdauer, den behalten wir noch. Dann können wir den Saphir verkaufen, den Topaz, den Flussbart und den Granat. Das Bier ist eh ein Scheißgeschenk. Totengebete der Kunari machen wir auch weg. Obwohl ich glaube, dass sie eigentlich was Positives bewirken würden. So. Dann schauen wir mal. Duncans Dolch. Da könnten wir auch Olafs Käsemesser, 5,60. Auch 5,60. Der hat Rüstungsdurchdringen 1. Oh, plus 10% Schaden gegen Drachen. Wenn wir es so machen und so, bleibt es genau gleich, ne? Vor allem, ich mache ja eigentlich kaum hinterhältige Angriffe. So, wie sieht es bei dir aus? Du hast Mareks Klinge ausgerüstet. Gesundheitsregeneration. Duncans Schwert ist auch sehr gut. Boah. Nackmaler. Plus 100 Ausdauer. Dann könnten wir doch Zevran jetzt nicht, den werde ich eh nie einsetzen. Ach, das kann die alles nicht einsetzen. Dann lasse ich ihm. Der hat einen Langschwert in der Haupthand, das können wir den abnehmen. Nimmt der meinen alten Dolch. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas. Ich. Lasst mich eure Waren sehen. Danke. Man kann das Langschwert verkaufen. Genau, das Wolfsfell können wir auch verkaufen. Brandweih, Amulett der Erinnerung, Kuschelstein. Zuckerkuchen. Ein schönes Geschenk. Handbuch Templer. Handbuch Weitläufer. Brauchen wir beides gerade nicht. Mal gucken, wie Morrigan sich über ein schönes Geschenk freut. Interessant. Oh, plus 10. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Ich bin mir... Bam, 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 bam. Ist zwar jetzt ein teures Spiel mit Morrigan, aber interessant.
Interessant. Interessant. Interessant. Interessant. So, jetzt ist sie mir nämlich schon zugetan. Fähigkeit erhalten. Inspiriert, geringer Magieplot. Inspiriert durch deine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen geringen Bonus auf Magie. Jetzt reden wir mal mit der, weil ich glaube, jetzt könnten wir Morrigan schon flachlegen. Ich erwarte euren Befehl. Das Leben in der Wildnis war bestimmt sehr einsam. Manchmal vielleicht. Die Welt voller Leute und Gebäude war mir völlig fremd. Wenn ich Gesellschaft wollte, jagte ich mit den Wölfen, flog mit den Vögeln und sprach mit den Bäumen. Das klingt wundervoll. Eine Zeit lang, aber man kann nicht ewig ein Kind bleiben. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal die Grenze der Wildnis überschritt. Ich tat es als Tier, hielt mich im Schatten versteckt und beobachtete die Dorfbewohner aus der Ferne. Ich sah eine Adlige neben ihrer Kutsche stehen, in glitzernde Gewänder gehüllt, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Ich war wie geblendet. Das war wahrer Reichtum, wahre Schönheit. So dachte ich. Ich schlich mich hinter sie und stahl einen Handspiegel aus der Kutsche. Der Rahmen war aus Gold, voller Edelsteine, und ich drückte ihn voller Wonne an meine Brust, als ich zurück in die Wildnis lief. Ich frage einfach, was ist dann geschehen? Das andere wirkt ein bisschen negativ. Flemeth war sehr wütend. Ich war ein Kind, noch nicht im Vollbesitz meiner Macht, und hatte für hübschen Tant riskiert, entdeckt zu werden. Um mir eine Lektion zu erteilen, zerschlug Flemeth den Spiegel am Boden. Es brach mir das Herz. Aber ihr wart nur ein Kind. Und ein dummes noch dazu. Flemeth tat recht daran, mir meine Flausen auszutreiben. Schönheit und Liebe sind vergänglich und damit bedeutungslos. Überleben ist von Bedeutung, Macht ist von Bedeutung. Ohne diese Lektionen stünde ich heute nicht hier, wie schwer sie mir auch gefallen sind. Aber ihr müsst jetzt nicht länger so leben. Nicht? Ich bin immer noch eine abtrünnige Magierin, auch wenn ich die Wildnis verlassen habe. Die dunkle Brut ist noch nicht besiegt. Es gibt noch viel zu tun. Um eure Ausgangsfrage zu beantworten, meine Zeit in der Wildnis war wohl tatsächlich einsam, aber genauso musste es eben sein. Manchmal frage ich mich, was wohl aus dem Mädchen mit dem wunderschönen Spiegel aus Gold geworden wäre. Aber in der Realität haben derlei Träume keinen Platz. Naja, immerhin, sie stimmt mir mit 6 zu. Ich erwarte euren Befehl. Ich möchte etwas Persönliches besprechen. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Tja, gibt keine Knallmöglichkeit gerade. Schade. Habe ich nicht irgendeinen Spiegel? Naja. Das Buch verfolgt die Linie von Earl Eamon zurück bis zur Zeit der Clans der Alamarie. Es wurde wohl noch nicht sehr oft gelesen. Da kann ich Alistair schenken. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ach, schade. Wie aufmerksam. Wie aufmerksam. Ist einfach den Leuten, die Leute damit, mir gefügig zu machen. Und wahrscheinlich durch die Gespräche. Wisst ihr, es mag nicht der beste Moment dafür sein, aber ich möchte euch etwas fragen. Dann immer heraus damit, Alistair. Wir werden ja vermutlich bald nach Denerim gehen. Und ich frage mich, ob wir dort nicht jemanden besuchen könnten. Ihr habt einen Freund außerhalb der Grauen Wächter? Ich rede nicht von einem Freund. Nicht wirklich. Und es ist auch nicht die andere Art von Freund. Es ist so. Ich habe eine Schwester. Eine Halbschwester. Ich habe euch doch von meiner Mutter erzählt. Sie war Dienerin auf Schloss Radcliffe und sie hatte noch eine Tochter. Von der wusste ich aber nichts. Vermutlich wusste auch sie nichts von mir.
Meine Geburt wurde ja geheim gehalten. Als ich dann ein grauer Wächter war, habe ich Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass sie noch lebt. In Denerim. Eine wunderbare Neuigkeit. Ich freue mich mal für dich, Alistair. Du kannst es anscheinend gerade nicht so gut. Nur sie ist mir von meiner Familie geblieben. Nur sie hat mit dieser ganzen Königsproblematik nichts zu tun. Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, sie zu besuchen. Die Verderbnis naht. Und ich weiß nicht, ob sich je wieder die Gelegenheit bietet, sie zu sehen. Vielleicht kann ich ihr helfen. Sie vor der Gefahr warnen, was auch immer. Wenn ihr wollt, können wir es versuchen. Wirklich? Vielen Dank. Wenn ihr etwas zustieße und ich sie nicht wenigstens einmal besucht hätte, könnte ich mir das vermutlich nie verzeihen. Sie heißt Goldana, ist verheiratet und lebt in der Nähe des Gesindeviertels. Wenn wir in der Gegend sind, würde ich gerne vorbeischauen. Und dafür kriege ich nur +2, dass ich dem Macker erlaube, seine Mutter zu besuchen. Beschäftigt euch etwas? Ich habe einige Fragen. Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Anderen schon, aber euch nicht. Es muss jemand sein, der eine Kampfausbildung durchlaufen hat. Es geht dabei hauptsächlich um Disziplin. Wenn ich schon Geheimnisse der Kirche verrate, kann ich auch alles verraten. Sehr schön. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Wenn ihr in der Kirche aufgewachsen seid, habt ihr dann nie... Nie was? Ordentliche Schuhe gehabt? Sex? Oh, also darum ging es euch. Nun, wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr es zuerst sagen. Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Ich selbst habe es auch noch nie gemacht. Also, natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber... Wie alle Männer? Ihr wisst schon. Ihr habt noch nie... Ich habe nur Spaß gemacht. Oh, verstehe, euch fehlt die nötige Ausstattung. Ihr seid ein Feigling. Nee, hattet ihr nie Gelegenheit nun, das dazu? Das Leben in der Kirche eignet sich nur bedingt für wilde Jungs. Mir wurde beigebracht, ein Kavalier zu sein. Auch nicht schlecht, oder? Naja, das musst du selbst wissen, Alistair. Ich rede da keinem rein. Ich will nichts überstürzen. Es könnte immerhin sein, dass wir gar nicht überleben, was jetzt auf uns zukommt. Genug. Ich will darüber nicht länger sprechen. Gehen wir. So, Templer freigeschaltet. Mit dir habe ich keine Lust zu reden. Genau, Lause einmal streicheln wenigstens. Wo ist denn... Da ist der Gesandte. Ach, da ist Win. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ja, ihr solltet euch etwas Ruhe gönnen. Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Ja, ihr seid schon erwachsen. Ich wette, in diesen alten Knochen ist immer noch Leben. Ich danke euch. Es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Es ist euch noch nicht gestattet, fertig zu sein. Nee, ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben wollen. Win. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Gerade mal +1. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Nun, da gab es Connor. Das Kind. Naja, ich habe viele Geschichten gehört. Ihr seid jünger als ich und eure Nerven sind noch stark. Verspürtet ihr Furcht, als ihr den Abscheulichkeiten gegenüberstandet? Ich hatte große Angst, sie sind ein schrecklicher Anblick.
Nee, schon, aber ich wusste, ich durfte nicht schwanken. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Das Monster zu sehen, zu dem man werden könnte, ist sicher beunruhigend. Ich glaube, da ist so das Einfühlsamste von der Empathie her. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt. Durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Zweifelt ihr daran? Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren. Seine Menschlichkeit. Wenn er seine Menschlichkeit behält, ist er keine Abscheulichkeit. Ja, Wahnsinn und Grausamkeit bestimmen Abscheulichkeiten. Wenn das nicht vorliegt und der Magier sich an sein früheres Ich erinnert, dann ist er keine Abscheulichkeit. So habe ich das nie gesehen. Danke, dass ihr mir diese neue Sichtweise aufgezeigt habt. Bitte. Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Die Kurzfassung? Ich habe Duncan getroffen und er mochte mich. Al Ho hat meine Familie getötet. Duncan half mir bei der Flucht. Al Randenhau? Der Aal von Amaranthin? Warum sollte er euch so etwas antun? Ich bin der Sohn von Bryce Coosland. Terran von Highweaver. Ihr seid der Letzte der Cooslands? Das wusste ich nicht, Herr. Lasst, ich bin jetzt nur ein grauer Wächter. Ja, vermutlich. Euren Titel könnt ihr nicht mehr führen. Aber dennoch solltet ihr nicht vergessen, woher ihr kommt. Fasst Mut. Ihr habt überlebt, obwohl das nicht zu erwarten war. Wir wissen nicht, was euch und eurem Namen noch bevorsteht. Es ist doch nicht so schlimm, ein grauer Wächter zu sein, oder? Oh mein Gott. Ich werde meine Pflicht erfüllen, aber Hos Tat wird nicht vergessen. Das ist zu sehr Rache. Ich wünschte nur, mein Haus wäre nicht gefallen. Ich würde es aufgeben, wenn ich dann meine Familie wiedersehen könnte. Ist sehr sentimental. Ich werde mal 4 nehmen, da ich wirklich die Stärke habe, die Duncan in mir gesehen hat. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Mein Gott, Wynn hat echt viel zu sagen. Dass ich auserwählt wurde, um etwas Bedeutendes zu vollbringen. Natürlich. Aber zu einem grauen Wächter gehört doch mehr als dunkle Brut zu töten und die Welt vor der Verderbnis zu retten. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Wenn ich beschütze, diene ich also? Mein Gott, bin ich doof, oder? Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich. Weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, der dient, nicht sie. Das klingt irgendwie einleuchtend. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu, und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann.
Vor allem viele Könige sind Tyrannen, ja. Ich will keine Macht, das wollte ich nie. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Was habt ihr auf dem Herzen? Geht es euch jetzt besser? Oh ja, und danke der Nachfrage. Ich fühle mich heute viel besser. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas tun kann. Vielen Dank für eure Freundlichkeit. Was habt ihr auf dem Ich möchte Herzen? Eigentlich fragen, ob die andere auch ausbilden kann. Ich werde antworten, so gut ich kann. Ach nee, das lassen wir mal. Dann machen wir nämlich hier den Break von dieser Folge und machen nächstes Mal weiter. Wir haben ja noch einen DLC-Quest. Ja, und das werden wir uns dann nächstes Mal anschauen. Bis dahin, danke, dass ihr bis jetzt dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Doc, ciao.